Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute haben wir was Besonderes. Eine Schweinelende, die habe ich schon mariniert gestern Abend mit La Provence und etwas Öl. Habe sie da drinnen gelassen über Nacht. Ist ein geiler Knoblauchgeruch mit den Kräutern. Geil. Das brauchen wir. Dann brauchen wir einen Blätterteig, etwas Spinat, Gorgonzola, in dem Fall Cremissimo, also der nicht so stark ist. Dann haben wir eben das La Provence Gewürz, ein Wild West Pfeffer. Wir brauchen einen Pinsel, ein Rollerle zum Verzieren, ein wenig Schlagsahne, Eigelb und ein Backpapier. Ja. So, erst grillen wir die Schweinelende an. Dann lassen wir sie kurz ein wenig abkühlen und dann wird sie eingewickelt in den Blätterteig mit Spinat und dem La Provence. Es kommt ganz gut, weil Spinat und Knoblauch passt gut zusammen. Ein bisschen Wild West Pfeffer doch noch mit rein und den Gorgonzola. Dann wickeln wir das schön zusammen und schauen, dass wir so richtig schön das auf die Kerntemperatur zwischen 58 und 60 Grad bringen. Und was wir noch haben, ein Spruz Wasser, das sage ich euch gleich, für was wir das brauchen. Gut, jetzt nehmen wir als erstes die Schweinelende. Das ist das Chateaubriand, das Mittelstück. Schau her. Und die grillen wir jetzt an. Er hat knapp 280 Grad. Machen wir mal auf minimal hier. Jetzt machen wir trotzdem unser Branding rein, wie immer. Auge isst mit, auch wenn es dann zum Schluss versteckt ist. Das grillen wir gar nicht so lange an. Immer nur so 10, 15 Sekunden und rollen dann einfach weiter. Ja, alles, ein bisschen geht noch. Lassen wir kurz aufpassen, dass wir die guten Gewürze nicht so runterholen mit der Zange, sondern immer nur weiter rollen. Ja? So. Sind wir schon so weit? Nee. Gut. Schön ringsum angrillen. Wir können auch den Deckel schließen, aber das brauchen wir in dem Fall gar nicht, weil wir wollen ja gar nicht so viel Temperatur jetzt direkt hinbringen, sondern wirklich nur ein bisschen Grillgeschmack. Und danach, wie ich es eben gesagt, in den Blätterteig. Letzte Woche haben wir schon mal probiert. Haben wir uns unterhalten und da hat es 64 Grad gehabt. Aufgeplatzt ist es auch. Darum müssen wir es halt nochmal drehen, ne? Weil es war wirklich, hat nicht so toll ausgeschaut. Aber das mal, passen wir auf. Ne? Schaut her, das passt ganz genau, nicht viel mehr, weil die Kräuter sonst zu stark verbrennen, das wollen wir gar nicht. Das ist noch im Rahmen, also ein bisschen eher drehen, dass wir einmal rum sind. Noch kurz, noch kurz, noch kurz. Können wir? Einmal rum, perfekt. Dann drehen wir in die andere Richtung und drehen zurück. Den Grill haben wir auf minimal stehen. Wir brauchen nachher ungefähr zwischen 180 und 200 Grad für den Blätterteig. Da machen wir dann gleich mal einen Brenner aus, sonst haben wir zu viel Schub. Mmh, Gerüchle. Mmh. Halleluja. Ihr seht ja, Corona-Zeit, Bart. Ich schneide mich immer selbst so stark, darum muss ich zum Friseur oder Barbier. Aber die haben ja leider geschlossen. Leg mal hier auf 14 Uhr und rollen auf 10 Uhr. Ja, falls ihr jetzt nur die Schweinelende macht, dann würde ich das genauso machen und einfach dann hochlegen, Deckel auf, bis es ungefähr 100, 110, 120 Grad hat. Dann schließen, Thermometer stecken, 58, 59 raus, kurz liegen lassen. Butter, es wird Butter, sag ich euch. Ja? Das Branding schaut natürlich hammermäßig aus, wenn es einmal komplett rum ist. Drum nicht hochheben, immer weiter schieben. Super geil sind natürlich die Gussroste da dabei, weil die geben richtig schön Hitze ab und machen ein tolles Branding. Und kleben bleibt auch nichts, außer natürlich hier leichtes Gewürz. Wollen wir aber gar nicht zu viel machen. Einmal rum. Dann kommt es wieder da rein. Wenn wir so weit sind. Ich
Die Spitze haben wir weg, hinten den Kopf, kann man ein schönes Schnitzel davon machen, mit Pilzen dabei. Oder man macht große, dicke Steaks, drückt sie ein bisschen und kann sie dann auch angrillen. Ziehen wir einmal rum. Tun wir da schon mal ein wenig vorbereiten. So, die tue ich jetzt da rein. Dann bleibt es ein wenig kalt. Ich lasse sie absichtlich da drüben stehen. Das ist ein wenig kälter. Und ganz wichtig, einmal drüber. Ihr seht, dann ist er wieder sauber. Jetzt schließen wir den Deckel. Machen wir in der Mitte aus. So. Jetzt haben wir unseren Blätterteig hier. Herkömmlichen Blätterteig. Ein bisschen eher aus dem Kühlschrank nehmen, dass er ein bisschen sich schöner aufrollen lässt. Ja. Da hinten. Weil wenn er zu kalt ist, bricht er ganz hinten am Ende immer und das wollen wir nicht. Ja? Sehr schön. Gut. Jetzt haue ich da gleich ein bisschen vom Pfeffer drauf. Nicht ganz bis raus. Dann belege ich das mit den Spinatblättern. Wir gar nicht brauchen von dem Blätterteig. Schauen wir, dass wir ungefähr einmal rumkommen. Das geht unwahrscheinlich zusammen dann, diese Spinatblätter. Ist es so lang? Schauen wir mal. Ja, passt, ne? Würde ich sagen. Die Stiele kann man abmachen, aber ja, wir sind in der kalten Jahreszeit und da haben wir die Stiele mit essen. Da hauen wir noch ein wenig La Provence drauf. Das tut dem Spinat gut. Dann brauchen wir ein bisschen Gorgonzola. Das ziehen wir ein wenig über. Da tun wir einen Streifen. Das machen wir dann. Das machen wir dann. Das machen wir dann. Nicht, dass es zu viel abschneidet. Haben wir ein Problem. Ja. Der will nicht raus. Dann schneiden wir einfach hier. Obacht, der ist sehr, sehr weich. Es kommt total geil mit dem Knoblauch und dem Gorgonzola und dem Spinat. Hinten noch ein Eggerle, da noch ein Hauch, da noch ein wenig was. Das war's schon. Brauchen wir mal ein Zeber. Messer machen wir auch sauber. Achtung! Am besten so, weil wenn man so versteht, der war schon ein paar Mal weg, da die Fingerkuppen, also Obacht geben. Ja. Jetzt setzen wir unsere Schweinelende drauf und vermitteln die schön. So, gut. Da hüben schneiden wir Eggerle ab für die Verzierung. Und jetzt tun wir das hier schön einbindeln, wo es dann zusammenklebt. Da habe ich nur Eigelb. Die Sahne machen wir nachher, wenn wir oben das Ganze verschließen. Ja? Beziehungsweise, wenn es verschlossen ist, schön, muss wirklich überall sein. Achte drauf. So. Das schneiden wir trotzdem komplett durch. Gut. Wie machen wir es am dümmsten?
gehen wir da rüber, da rolle ich leichter. So, jetzt tun wir das schön. Das tun wir noch ein wenig zurück. Schön gleichmäßig einrollen damit. Ich hätte es vielleicht drehen sollen, dann sehe ich das besser. Gut, da ist der Kleber, guck, da tun wir das einfalten und das nehmen wir hoch, das falten wir auch noch mit ein. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite, runter, ein wenig andrücken, andrücken alles. So. Haben wir das ganze Teil hier liegen, drehen wir wieder rum. Jetzt haben wir hier diese Rändelmaschine. Da können wir ja, Streifen drüber machen, gerändelte. Da machen wir hier erst was weg. Und gleichmäßig. Da machen wir auch noch halt schwierig. Gut, dann tun wir es hier noch weg, hier noch weg und machen einmal in der Mitte das durch. So, jetzt wird das Ganze da noch ein wenig schließen, ein wenig andrücken. Tun wir einmal da drüber, weil das muss ja auch kleben. Die lege ich mir jetzt so auf. Wie ihr wollt, ihr könnt auch ein anderes Muster natürlich machen, wie ihr möchtet. Ein wenig dick geworden, ne? Mal Eiweiß, Eigelb meine ich. Macht aber nichts. Tun wir das wieder ein wenig zurück. Geht das? Halleluja. Nicht so meins, ne? Dieses Bäckerzeug da. Gut. Die können wir jetzt noch versetzt drauf geben. Da brauchen wir noch ein wenig Eigelb. Das wird natürlich etwas höher, das ist klar jetzt. Ja, jetzt drücken wir alles noch ein bisschen fest. Gut, das war's schon. Jetzt brauchen wir kurz ein wenig, wieder mal ein wenig Zewerle, ne? Dann haben wir hier ein Backpapier. Das schneiden wir so, dass es genau drauf geht. Perfekt. Das setzen wir jetzt da drauf. Immer nicht so leicht, ne? Gut, ist es überall drauf? Perfekt. Das klebt, das tun wir noch ein bisschen festdrücken. Da tun wir jetzt einen Sprut Sahne noch rein. In das Eigelb, dass es sich schöner pinseln lässt. Schaut dann so aus. Da nochmal sicher gehen, dass es angedrückt ist. Und jetzt tun wir das damit einfach ein wenig einpinseln. Dass es so schön braune. Ein schönen brauner Teig gibt, sagen wir in Franken, ein schöner brauner Teig, ja, also Teig, ne? Auf Hochdeutsch Teig, Franken Teig. Gibt natürlich, das können wir natürlich noch schöner machen, wenn wir ein wenig mehr Zeit haben, aber
Ich denke, es passt so, oder? Was sagst du? Chef der Kameras. Temperatur haben wir 200 Grad, ist okay. Super. Das war schon. Und jetzt kommt es oben drauf. 200 Grad liegen an. Jetzt schauen wir, ob wir mit der Hand runterkommen. Nachher habe ich eine Kelle. Legen wir da oben auf. So, schließen wir und jetzt kommt das Wasser zum Einsatz. Da müssen wir nur aufpassen, dass der Grill nicht ausgeht. Der Wasserdampf sorgt dafür, dass der Blätterteig aufgehen kann. Das ist ganz wichtig, das wird immer gemacht. Und jetzt schauen wir gleich noch mal ein bisschen. Nur am Anfang, das reicht. Jetzt stecken wir noch ein Thermometer und melden uns gleich nochmal, okay? Bis gleich. Thermometer haben wir geholt, den stecken wir jetzt noch. Wasserdampf ist schon weg. Den können wir von hinten ein bisschen reinstecken, schön mittig, schauen, dass wir sie schön mittig erwischen. Das war es schon. Und schließen den Deckel und schauen, dass wir so auf 58 Grad kommen. 200 Grad ist okay. In der Mitte haben wir, jetzt machen wir in der Mitte wieder an. Und dann melde ich mich, wenn es soweit ist. Bis gleich. So, jetzt schauen wir nach. 59 Grad liegen an. Deckel auf. Sehr gut schaut es aus. Thermometer ziehen, Achtung. Schnell. Geht's. Da läuft natürlich ein bisschen was raus, aber das ist ja nicht auch immer so wild. Ne? Jetzt haben wir hier so ein Kelchchen, ein größeres Modell. Holen das mal rüber. Aha. Ziehen wir das unten raus. Was ich euch jetzt vergessen habe zu sagen oder nicht gezeigt habe. Ich habe hier mit der Gabel ein bisschen reingeschoben seither. Überall da. Weil da drinnen der Dampf, dass der wegen weggehen kann. Ja? Weil wenn er nicht weggeht, drückt es das auseinander oder macht es irgendwo blub und der Teig reißt. Das wollen wir natürlich nicht. Das sollten wir jetzt kurz ruhen lassen, bevor wir es anschneiden. Die Verzierung, jetzt schaut, das ist alles schön hochgegangen, der Blätterteig. Wer möchte, können Sie eine Idee heißer machen, aber dann haben wir vielleicht das Problem wieder, dass es eben aufplatzt. Ja? Das wollen wir vermeiden. Jetzt sollen wir anschneiden schon. Ganz wichtig, Messer scharf, sehr gut. Würde ich mal hier ansetzen. Das ist aber gut geworden, ne? Muss ich mal sagen. Dann schneiden wir jetzt noch ein Stückchen runter. Ein Stückchen noch. So. Mit dem. Sehr schön. Das Telefon schellt. Den drücken wir jetzt mal weg. Das machen wir nicht. So. Schaut gut aus. Denke ich mal. Probiere ich das mal hier mit ein bisschen Blätterteig. Hammermäßig. Richtig geil. Letztes Mal haben wir einen anderen Käse verwendet, wer jetzt kein Gorgonzola möchte. Dann haben wir den Standard durchgenommen, der war ein wenig zu streng. Der Gorgonzola hundertprozentig, der Cremissimo, wenn er keinen Gorgonzola nimmt, nimmt er halt einen anderen Käse, wie auch immer. Müsst ihr keinen Spinat nehmen, können wir variieren, wie wir wollen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler.